Das Schulobstprogramm wird aufgelegt von der EU in Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen. Und das besagt, dass unsere Schüler oder die Schüler an den Schulen, die an diesem Programm teilnehmen, künftig dreimal wöchentlich jeweils 100 Gramm Obst erhalten werden. Wir planen das in Zusammenarbeit mit dem sozialen Ökohof hier in Papenburg und teilnehmen werden verschiedene Grundschulen, nahezu alle Grundschulen in städtischer Trägerschaft. Das sind die Mühlenschule, die Mittelkanalschule in Papenburg, die Dickau-Schule, am oben Ende die Waldschule, die Splittingschule und die Michaelschule und die Sprachschule am Dreiberg. Es geht in erster Linie darum, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler dahin bekommen, dass sie sich auch gesund ernähren, dass sie erfahren, was für Obst- und Gemüsesorten es überhaupt gibt und wie die auch schmecken. Das spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle.